die erste Dreier-Kombo von der drei Kombos, das ist ein Squat, ein Ausfallschritt und so einen diagonalen Mountain Climber. Und ihr seid hier im Hüftbreitenstand, tief gehen, klassisches Squat, hochkommen, Ausfallschritt nach vorne, ab. Du gehst tief mit den Armen hier auf Höhe des Fußes, Bein nach hinten und dann kommt der diagonale Mountain Climber, Fuß wieder nach vorne, aufrecht und kick dich nach hinten. Okay, tief, andere Seite das Bein nach vorne, hopp, tief gehen, rausdrehen, zurück, aufrecht, yes. Okay, mal einen Schnelldurchlauf jetzt, tief, Ausfallschritt, bap, zurück, tief, Ausfallschritt, bap, und schwupp. Ja, so 60 bis 90 Sekunden Belastungszeit, wunderbar. Wenn ihr drei Runden macht, habt ihr eine gute Belastung. Und wir kommen zur nächsten Übung. Daher Kombo Nummer 2. Ihr seid in der Liegestützposition hier. Das Ganze kannst du vereinfachen, wenn du im Kniestand bist hier. Das ist das Ganze einfacher. An sich hier Liegestützposition. Ein Liegestütz tief hoch. Dann gehst du tief. Bap. Einmal den Fuß hier berühren. Der andere, den steckst du vor. Bap. Arme nach vorne. Und drück dich nach oben. Ein Liegestütz. Bap. Tief gehen, andere Seite, schwupp, Arme nach vorne, drück dich nach oben, okay, ein Liegestütz, schwupp, hier raus, neigen leicht, Arme nach vorne und hoch. Letzter Durchgang hier für mich, ein Liegestütz, schwupp, zweite Übung dazu, dritte Übung, das, Bauch anspannen, Bauch ganz fest, ganz wichtig und hochdrücken. Auch wieder 60 bis 90 Sekunden, drei Runden sind wunderbar. Kombo Nummer 3. Hier in der Position gehst du rein, Einbein strecken, Oberschenkel anspannen, ganz wichtig, die Zehenspitzen zeigen nach oben, das andere Bein ist angewinkelt. Okay. Klassischer Crunch, Schulter bitte hoch, runter, hoch, Sit-up, greif dein Knie, bei der dritten Bewegung dreh dich raus. Crunch. Sit-up und dreh dich raus. Crunch, Sit-up, dreh dich raus. Crunch, Sit-up und dreh dich raus. Okay? Du kannst die Übung leichter gestalten, indem du deine Arme mehr einsetzt. Werf die Arme nach vorne, du kommst besser hoch bei dem Sit-up oder du lässt die letzte Bewegung weg. Das heißt, du machst einen Crunch. Crunch. Sit-up. Und Sit-up, okay? Ja, 50 bis 60 Sekunden so pro Seite sind wunderbar. Wenn du dich fit fühlst, kannst du natürlich länger machen, je nachdem, in welchem Level du gerade bist. Ja, das ist das Programm. Eine schöne Kombo, drei Phasen, wo der ganze Körper belastet wird. Gutes Training dir und viel Spaß. Ciao.